Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance-TV natürlich mal wieder und unser erster Sturm hat leider Gottes mal wieder verloren. 0:2 gegen den LASK, also auch das Retourspiel quasi, das ist eben in die Hose gegangen gegen die Linzer. Nach dem 0:4 in Pasching vor kurzem gab es diesmal die Liebenau 0:2. Man muss aber deutlich sagen, die Leistung war schon deutlich besser, gerade in der Defensive. Da hat man wirklich, man hat gekämpft, man hat dagegen gehalten. Man war phasenweise auch besser. Also der LASK hatte wirklich jetzt auch keine Top-Leistung gebracht. Am Ende hat man sich leider doch auch als Sturm ja ein bisschen wieder selber unnötig geschwächt. 2 Platzverweise, 11 Meter gegen sich, plus eine frühe Verletzung. Also es ist immer wieder die Verletzung, da kann man nichts dafür. Aber ja, es sind immer wieder auch gewisse Umstände, die das Ergebnis eben so zustande bringen. Und ja, dementsprechend war es leider nichts Positives am Ende. Wie gesagt, im Groben würde ich trotzdem sagen, in Relation gesehen, war die Leistung jetzt nicht so schlecht. Also kann man damit leben, würde ich behaupten. Gehen wir das Ganze durch. Die ersten Minuten eigentlich gut. Die waren wirklich gut. Man war gleich mal im Spiel. Man hat nicht, wie schon so oft, die Anfangsphase verpennt. Man hat eigentlich auch eher den Weg zum Tor gesucht. Also Sturm hat es ganz gut gemacht. Da gab es schon die ein oder andere gar nicht so unansehnliche Kombi vereinzelt. Beispielsweise gab es da eben Balay Despodov. Da würde ich sagen, die beiden haben eigentlich zu Beginn sehr gut harmoniert. Gerade Balay ist mir schon ziemlich aufgefallen in den ersten Minuten. Auch negativ, klar, war bei einer Aktion schon übermotiviert. Nach 2 Minuten hat er, glaube ich, schon die erste Gelbe kassiert. Der hat den Gegner ja umgesenzt, wollte den Ball spielen, aber eben schon offene Sohle. Also man kann natürlich Gelb geben, vielleicht auch ein bisschen bedingt durch dieses ganze kalte Klima da im Stadion ohne die Fans, wo man sich dann sicher denkt, okay, im vollen Stadion hätte es vielleicht nur die Ermahnung gegeben zu Beginn, aber kann man jetzt natürlich schwer da wirklich drauf eingehen, wie das gewesen wäre. Auf jeden Fall bekommt Balay relativ früh die gelbe Karte, ist aber auch an den ersten beiden gefährlichen Aktionen beteiligt. Also in Kombination mit Despodov gab es eine Möglichkeit, die zweite war dann sogar noch feiner, da gab es, glaube ich, den Doppelpass, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, Lubitsch war vielleicht auch noch beteiligt. Balay, Despodov, wieder zurück auf die Seite, Despodov, der dann die Flanke reinschlägt und Bekim Balay kommt relativ frei zum Kopfball, haut den leider vorbei, trifft den Ball nicht richtig, aber das war schon eine dicke Möglichkeit in den ersten Minuten, wo man schon mit bisschen Glück oder bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit in Führung hätte gehen können. Ja, also wie gesagt, es hat zu Beginn gut ausgesehen. Zweikämpfe waren okay, Laufbereitschaft war okay, man hat auch mehr Gefährlichkeit vom Tor ausgestrahlt als der LASK. Und dann kam die 30. Minute, wieder war es Bekim Balay und wieder sieht er gelb. Und das war dann schon unnötig, sage ich mal. Also Balay im Zweikampf hat den Arm oben, bisschen Ellbogen, wie das halt so ist im Luftkampf und ja, sieht den gelb-roten Karton. Regelkonform, glaube ich, kann man klar sagen. Tick über zu übermotiviert. Man hat aber gemerkt, dass Balay auf jeden Fall wollte. Also das kann man ihm beileibe nicht absprechen, auch eigentlich dem Rest der Mannschaft nicht wirklich. Also ich habe schon bei jedem das Gefühl gehabt, man wollte, aber es ging dann einfach nicht mehr. Eben nach der roten Karte in der 30. Minute für Balay war es dann sowieso ein anderes Spiel, muss man sagen. In der ersten Halbzeit gab es ja dann auch noch eine Verletzung, darf man nicht vergessen, von Stefan Hierländer. Also da waren dann schon auch ein paar Dinge, die dann nicht mehr so in unsere Richtung gelaufen sind. Und die Krönung war in einer eigentlich auch relativ ereignisarmen ersten Halbzeit. Ja, die rote Karte in der Nachspielzeit, nachdem Jäger im 16er zu spät gegen Raguz gekommen war. Raguz macht es auch geschickt, Jäger ein bisschen plump. Ja, klar, passiert, war unnötig und Raguz haut den fälligen Elfer dann relativ locker rein. Es war halt leider schade, weil das 0-0 in der Pause auch mit einem Mann weniger, das hätte, glaube ich, schon Moral gegeben. Also da, ja, war es dann doch ein bisschen schade. Alles in allem im zweiten Durchgang, ja, da ging halt dann offensiv auch immer noch sehr wenig, wie man es halt die ganze Saison kennt, zum Teil eben wegen unserem Spielsystem, aber wie gesagt, der eine Mann weniger, den hat man halt gespürt. Man hat es aber trotzdem defensiv gut gemacht, das will ich auch hervorheben an der Stelle. Man hat vom LASK kaum irgendwas zugelassen, also der LASK, der noch uns vor wenigen Tagen weggeschossen hat, war das auch nicht. Und die Defensive hat ihre Lehren auch ohne Spendlhofer erneut draus gezogen.
ja, so ging das Ganze halt immer wieder hin und her. Eine gute Möglichkeit, eine wirklich gute, gab es im zweiten Durchgang, die hatte Ivan Lubitsch. Zunächst aber ein super Solo von Ota Kitaishvili. Der tankt sich über die linke Seite durch. Hier ein Hackerl, da ein Hackerl. Zwei, dreimal hat er den Gegner aussteigen lassen, wo der Ball dann schon fast an der Outlinie entlang war. Dann noch die Flanke rein und dann Ivan Lubitsch völlig frei im 16er. Und der Ball drüber. War die dickste Möglichkeit, die ich jetzt so im Kopf habe. Ja, und danach ging das eigentlich immer wieder so den gewohnten Gang. Der LASK mit mehr Ballbesitz, dann mit mehr Spielanteilen. Sturm hat nichts zugelassen weiterhin, aber der LASK hat das Ruder dann relativ locker übernommen. Von Sturm gab es offensiv halt keine Gegenwehr. Und es wurde halt auch nicht besser in der 72. war es dann, glaube ich. Denn da gab es den nächsten Platzverweis für Isaac Donkor. Das Perfide, der ist gerade erst von einer Sperre zurückgekommen und sieht dann eigentlich gleich mal wieder Gelb-Rot. Also da, obwohl er ansonsten auch eine ordentliche Leistung gebracht hat. Stellungsspiel gar nicht mal alles so schlecht, aber da ist er halt auch noch zu ungestüm, da fehlt auch die Coolness. Ja, auf den Schiri will ich mich nicht mal nur ausreden. Also klar, man kann die Sachen immer so oder so beurteilen. Andere Vereine hätten den Platzverweis vielleicht nicht bekommen. Aber auf jeden Fall kommt auch Donko bei seinem Zweikampf zu spät. Ja, was willst du machen? Auf jeden Fall nach der zweiten Roten war es dann wirklich vorbei, muss man auch ehrlich sagen. Obwohl mir der Sky-Kommentator auch da das Ganze ein bisschen zu früh abgeschrieben hat an der Stelle. Aber ja, man hat offensiv da nicht mehr stattgefunden, hat sich darauf konzentriert, defensiv das Ganze noch kompakt zu halten, dass es nicht wirklich wieder ein Ergebnis-Debakel wird. Und man hat es zumindest auch zusammengebracht, den LASK sehr, sehr selten nur mehr vors Tor kommen zu lassen, obwohl man mit zwei Mann in Unterzahl war. Trotzdem haben die Linzer in der Schlussphase noch ein Tor nachgelegt durch TT, der mit dem Doppelpass am 16er mit Michol. Das ging dann einmal zu schnell. TT macht dann auch diesen einen Schritt, den die Sturmabwehr dann nicht mehr überzuckert. Steht dann allein vor Siebenhandel und haut ihn rein. Das war dann das 0:2. Es gab, glaube ich, knapp vor Schluss noch eine Möglichkeit für den LASK. Der eingewechselte Andrade war es, glaube ich, der aus Spitzenwinkel an Siebenhandel scheitert. Also von Siebenhandels Fuß springt der Ball irgendwie noch ans Alu und dann ins Out. Also da, okay, hätte noch was passieren können. Aber wie gesagt, am Ende zwei Mann weniger. Ein Elfer gegen einen und bis zu diesem Elfer gab es vom LASK null, nada, gar nichts. Also wie gesagt, in Relation muss man es ein bisschen sehen. Trotzdem hat man es verloren. Schade an der Stelle, es wäre an diesem Tag vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, wenn wir uns da auch clever angestellt hätten und ja, und halt vielleicht ja bisschen Schiri-Glück, aber man darf sich da eben nicht drauf ausreden. Ja, von dem her können wir da nur weitermachen. Die Saison geht ja im Alttempo weiterhin voran, dass man sie zu Ende bringt. Und ihr schreibt mir natürlich gerne wie immer in die Kommentare, was ihr zu der gestrigen Partie sagt. War es eine verdiente Niederlage oder hätte man sich da trotzdem was verdient? Die Offensive ist halt immer so eine eigene Geschichte. Also ich bin auf eure Meinungen wie immer sehr gespannt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen weiterhin. Und bis dann. Ciao, ciao.